Thank you.
Halt! Stehen bleiben! Ist das etwa ein Roboter, mit dem du da durch die Gegend marschierst? Jawohl, Sir. Der darf hier nicht rein. Du weißt genau, wir erlauben hier keine Roboter. Also lass ihn gefälligst draußen. Aber, Sir, sie ist ein besonderer Roboter. Sie ist wie meine Schwester. Das ist aber niedlich. Hör mal zu, Kleiner, du bist viel zu alt, um mit Robotern zu spielen. Du wirst ihn sofort wegbringen, verstanden? Ich werde gehen, Gude. Aber sie ist etwas Besonderes. Sie ist meine beste Freundin. Doch, natürlich, selbstverständlich. Nichts weiter als ein Haufen Blech. Auch wenn sie ganz niedlich aussieht. Wenn du mir nicht gehorchst, wird man dich für immer von hier verbannen, mein Kleiner. Also, ich heiße euch herzlich willkommen, meine lieben Raumkadetten. Ich bin Sir Ito, Chef des Ältestenrates. Ihr seid hier, weil wir euch zu den ranghöchsten Raumpiloten ausbilden werden. Aus allen Erdteilen sind jeweils nur die Besten ausgewählt worden. Es wird ein hartes Stück Arbeit. Mindestens ein Jahr werdet ihr lernen und trainieren. Dann werdet ihr in der Lage sein, in den äußersten Weltraum zu fliegen. Und dann werden wir entscheiden, wer der Beste von euch ist. Und die Besten werden Sonderaufgaben erhalten. Euer Trainingsleiter wird der beste Pilot sein, den wir haben, nämlich Captain Vulkan. Ihr habt die Aufgabe, das Weltall zu erforschen und die Erde vor allen Feinden, wo sie auch sein mögen, zu schützen. Passt mal alle auf, ihr Bubis werdet bei mir kein sehr leichtes Leben haben, verstanden? Ihr kommt her und benehmt euch wie Babys, bringt Roboter mit, die euch das Händchen halten sollen. Ich werde aus euch Schwächlingen richtige Männer machen. Genau das werde ich tun. Von nun an werde ich euch sehr sorgfältig beobachten. Es ist besser, ihr macht nicht sehr viele Fehler. Sofort das Feuer einstellen. Keiner von euch Schwächlingen kann richtig schießen. Lasst mal sehen, wer die höchsten Treffer hat. Ah, das ist der Superschütze? Wie heißt du? Man nennt mich Gudo, Sir. Ah, ein hübscher Name. Pass mal auf, mein Kleiner. Wir werden sofort sehen, ob du ein guter Schütze bist. Das kann ich nicht machen. Es sind Menschen. Unsinn! Es sind nur Tiere vom Planeten Sirius. Ich kann sie nicht umbringen. Es sind doch menschliche Wesen. Du hast den Befehl zu schießen. Es sind bloß Tiere. Ich befehle dir, sie zu töten. Feuer! Vulkan, bitte, ich kann es nicht. Du musst gehorchen. Bist du ein Feigling oder ein Mann? Töte sie! Niemals. Du elender Feigling, sieh her, ich töte sie. Pass mal auf! Ja.
Weißt du, kleiner Mann, du siehst etwas blass aus. Godo, warum weinst du? Oh, du bist es. Olga, sag mir, haben Roboter... Nein, warum? Weißt du, ich hatte einen furchtbaren Traum. Ich träumte, ich wäre auf der Jagd und man würde mich zwingen, alle Lebewesen kaltblütig zu töten. Godo, du bist doch zu Hause, bei mir, bei Olga, deiner besten Freundin. Nicht im Weltraum. Du hast recht. Ich habe nur geträumt. Weißt du, wenn Menschen schlafen, dann träumen sie oft von Dingen. Roboter können das nicht. Ich habe das nicht begriffen. Aber ich möchte, dass du glücklich bist. Wie kann ich dir helfen? Du kannst mir nicht helfen. Ich bin ganz allein. Weißt du, ich habe niemals erwartet, dass es so schlimm sein würde. So übel. Ich wollte schon immer Raumpilot werden. Aber die wollen aus mir einen kaltblütigen Killer machen. Ich frage mich oft, ob meine Mitschüler genauso empfinden wie ich. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich kann es nicht mehr ertragen. Es ist zu viel. Verstehst du, was ich meine? Park bitte den Wagen. Hey, Godo! Warte gefälligst. Du bist zu deinem Lehrmeister nicht gerade besonders höflich. Manieren sind bei Ihnen bloß Verschwendung. Sie mieses, rohes Schwein. Du gehst etwas zu weit, Drecksau. Du wieder Feigling. Du kommst dir wohl besonders schlau vor. Dabei kannst du Feigling nicht mal kleine Tiere erschießen. Du bist ein Feigling. Komm gefälligst her zu mir. Oh. Nein, nicht Olga. Bitte lass das. Olga, bitte. Lass ihn runter. Ich will sofort wieder runter. Hilfe, ich falle. Lass mich runter. Du Schotter. Du Mülleimer. Oh nein, lass mich runter! Hey, du da! Verschwinde aber schnell! Die Straße ist für Autos da, aber nicht für Roboter! Ich beneide dich um Rob. Er sieht toll aus. Bist du eifersüchtig? Wollt ihr beide demnächst heiraten? Das hat wohl noch etwas Zeit. Lena, kommst du mit zu mir? Warum wartest du noch? Komm schon. Betty, wer ist das? Ein Raumpilot. Er sieht sehr gut aus, nicht wahr? Ja, ist ganz nett, aber wäre bestimmt nicht für mich. Genau, Raumpiloten sind viel zu gewöhnlich für uns. Kommst du? Ja. Mein Name ist Rock. Ich bin der Wissenschaftsboss für deinen Bereich. Aber das weißt du ja selbst. Hör ganz genau zu. Also, mein Junge, ich habe soeben deine Akte gelesen. Sie ist überaus positiv. Ich habe beschlossen, dich für eine Sonderaufgabe einzusetzen. Vielen Dank. Und worum geht es, Sir? In etwa einem Jahr wirst du ins Weltall fliegen. Du wirst die Aufgabe haben, im Kosmobereich 272 zu kämpfen. Im Kosmobereich 272? Was für eine Aufgabe ist das? Ein großes Monster lauert dort. Was für ein Monster? Sieh es dir genau an. Das sind die Überreste des Raumschiffes der ersten Expedition. Alles ist verbrannt, schrecklich zusammengeschmolzen. Die ganze Mannschaft unserer Jäger wurde zu Tode gebraten. Aber bevor sie alle lebendig geröstet wurden, haben sie uns dieses Foto übermittelt. Sieht wie ein Vogel aus. Du, Godo, wirst die Aufgabe übernehmen, ihn zu fangen. Sie meinen ich, Sir? Du wirst ihn fangen, mir ist egal wie. Ich will den Vogel haben. Aber es gibt da eine Bedingung. Ich möchte nämlich, dass du den Vogel lebend fängst. Du darfst ihn nicht umbringen, hörst du? Bring mir den Vogel, dann kannst du dir wünschen, was immer du möchtest. Das bedeutet, ich könnte mir wünschen, was ich will? Sie würden es erfüllen? Godo,
Ich meine immer, was ich sage. Dann wünsche ich mir die Freiheit. Wozu, Godo? Weil ich nur als freier Mensch hier leben möchte. Wunderschön. Findest du nicht auch, Olga? Ja, ich finde es wunderschön. Olga, ich würde zu gern erfahren, was das da drüben ist. Siehst du? Ja, ich werde gleich nachsehen. Wie wunderschön. Was für ein wundervoller Duft. Sag mal, was machst du denn hier? Weißt du, ich sehe mir die Blumen an und... Blumen? Ja. Gefallen dir die Blumen? Ja, also, ich habe noch niemals echte Blumen gesehen. Aha. Weißt du, bisher habe ich Blumen immer nur in Zeitschriften gesehen. Tatsächlich? Dort, wo ich zu Hause bin, gibt es überhaupt keine Blumen. Es ist richtig gut zu wissen, dass sie überhaupt noch existieren. Ja, alles wächst hier. Ja, es ist toll. Ich werde eine für dich pflücken. Nein, bitte nicht, du darfst sie nicht pflücken. Warum nicht? Weil sie sterben wird. Ich wollte sie dir schenken. Ich glaube, das solltest du nicht tun. Also, man hat mir erzählt, du bist Pilotenkadett, ist das richtig? Ja. Aber warum bist du denn hergekommen? Dieser Ort ist nur für die Älteren reserviert. Nenn mich Lena. Ich bin Godo. So nennt man mich. Godo, ein hübscher Name. Du hast hier nichts zu suchen. Lass mich los. Es ist dir verboten, hier zu sein. Du wirst sofort verschwinden oder die kaiserliche Garde wird dich sehr streng bestrafen. Okay, ich gehe ja schon. Ich wollte nichts Böses tun. Lass ihn gehen, ich befehle es. Bitte, Lena, mach dir meinetwegen keine Sorgen. Dir wird bestimmt nichts geschehen. Sei unbesorgt. Ich bin sehr froh, dass ich die Blumen gesehen habe. Aber... ich finde, du bist noch viel schöner. Das wird dein Raumschiff sein. Du kannst den Vogel durch die Ladeschleuse in das Raumschiff ziehen. Deine Stimme steuert das Schiff. Aber wie du den Vogel fängst, bleibt allein dir überlassen. Wer ist mein Assistent? Assistent? Es gibt keinen, du bist allein. Ich will, dass Olga mitfliegt. Olga? Soll dein Kindermädchen hier unterwegs die Windeln wechseln? Für mich ist sie kein Roboter. Sie ist vielmehr eine gute, treue Freundin. Ich finde, sie ist fast wie ein menschliches Wesen. Am Tag, an dem du abfliegst, bist du ganz allein auf dich angewiesen. Niemand hilft dir. Dein Roboter wird unverzüglich vernichtet werden, sobald du weg bist. Ihr werdet sie nicht vernichten, verstanden? Sie ist nämlich meine Freundin. Wenn ihr das macht, gilt unsere Vereinbarung nicht mehr. Godo, hör mir mal zu. Ich möchte dir um deinetwillen einen gut gemeinten Rat geben. Wenn du Schwierigkeiten machst, werden wir gezwungen sein, dich in ein Arbeitslager zu stecken. Ich möchte dir gern ein kleines Geheimnis anvertrauen. Godo, du wirst es nicht glauben, aber wir beide sind Brüder. Wir sind Brüder? Sieh mich mal genau an. Ähnlich sehen wir uns. Wir sind zusammen in einem Reagenzglas geboren worden. Dann sind wir gemäß unseren Erbanlagen klassifiziert worden. Eigentlich sind wir Zwillinge. Nach verschiedenen Tests wurde bestimmt, dass ich Politiker werde und du Raumpilot. Genau so ist es geschehen. Bruder. Mach uns keine Schwierigkeiten. Sonst wirst du von uns bestraft. Du kommst in eins der scheußlichen Arbeitslager und ich kann dir sagen, die sind die reine Hölle. Thank you.
eine lebendige Hölle. 500.000 Verräter müssen dort arbeiten. Viele sind daran zugrunde gegangen. Sehr viele. Aber sie haben dort eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Denn die Erde hat nur noch eine einzige Energiequelle. Der flüssige Lavastrom tief im Erdinneren ist unsere letzte Hoffnung. Aber Hock, ich finde, es ist ziemlich gefährlich. Und das Problem der Sicherheit haben wir auch noch nicht lösen können. Ito, ich habe es dir schon mal gesagt. Ich werde mich um all diese Probleme kümmern, sobald es soweit ist. Sag mir, wie er heißt. Gudu. Aha, Gudu. Lena, bist du etwa in den Knaben verliebt? Aber du musst mir die Wahrheit sagen. Nein, natürlich bin ich nicht verliebt. Also, du bist eine schlechte Lügnerin, Lena. Ich weiß genau, dass du in ihn verliebt bist. Lena, nicht traurig sein. Hör zu, das Leben ist toll, wenn man verliebt ist. Lena Rock hat mich gebeten, den Tag zu bestimmen, an dem ihr zwei endlich heiraten werdet. Ito hat dafür den nächsten Montag ausgewählt. Dann wird das lange Warten endlich beendet sein. Es war fast schon eine kleine Ewigkeit, nicht wahr? Lena, trinken wir auf die gemeinsame Zukunft. Lena, fehlt dir irgendwas? Ich trinke auf meine zukünftige Frau. Wunderschön hier. Ich kann nicht mehr lange bleiben. Ich muss bald fort. Sie schicken mich in die Galaxis, um ein Monster zu fangen. Ich muss es tun. Sie lassen mir keine Wahl. Aber vielleicht wirst du sterben. Das kümmert mich nicht. Geh nicht, Gudu. Bitte geh nicht. Gudu, woran denkst du eigentlich die ganze Zeit? Ich denke an gar nichts. Ich glaube, ich kann es erraten. Es ist das Mädchen, nicht wahr? Lass mich bitte in Ruhe, Olga. Ein Roboter. Sieh nur, die zwei da. Die beiden küssen sich ja. Ich finde, das ist eine äußerst ungesunde Gewohnheit. Auf dem Planeten, von dem ich komme, küsst sich niemand. Dort behandelt man die Leute noch mit Respekt. Hier müssen sich die Menschen immer nur küssen. Freunde küssen sich. Verliebte Pärchen küssen sich dauernd. Oh, die sind ja alle so dumm. Ein Haufen Theater wegen nichts. Sei nicht traurig, Mädchen. Kopf hoch. Du bist jung und du siehst gut aus. Oh, warum bist du denn so unglücklich? Ich weiß, dass ich ihn nicht heiraten will.
Dieser Rock ist so fürchterlich. Er ist wahnsinnig machtbesessen. Er versucht, sich bei meinem Vater einzuschmeicheln, damit sie ihn eines Tages zum Chef machen. Dann weigere dich doch, ihn zu heiraten. Schon versucht. Aber mein Vater mag ihn viel zu sehr. Wir sollten fliehen. Warum laufen wir nicht einfach weg? Die Patrouille! Sie haben uns erwischt! Los, wir laufen weg! Schnell zu meinem Wagen! Sofort anhalten! Erdlinge sind schon merkwürdig. Warum verfolgen sie Liebespaare? Oh, ich bin sicher, sie werden uns gleich haben. Niemals. Hey, dein Gurt. Sofort. Los geht's. Du selbst, was du angerichtet hast. Führt ihn ab! Nein, das könnt ihr doch nicht! Nein! Du blöder kleiner Narr, du hast keine Rechte. Lena, komm her. Du hast dich mitschuldig gemacht. Lasst mich los! Lasst mich los! Lena! Du bist ein Narr. Männern deines Ranges ist es verboten, mit den Töchtern der Elite zu verkehren. Du bist mit sofortiger Wirkung vom Pilotendienst suspendiert. Auch hast du mit dem heutigen Tag all deine Bürgerrechte verloren. Du wirst in ein Arbeitslager geschickt werden nach Island. So lautet mein Urteilsspruch. Du bist so milde davongekommen, weil du mein Bruder bist. Du hast verdammt Glück gehabt. Es hätte alles für dich noch viel schlimmer werden können. Habt ihr den Roboter gefunden? Nein, Sir, er ist noch in Freiheit. Wir müssen ihn vernichten. Der neue Gefangene. Du heißt Godo? So, mein Freundchen, du hast also ein Mädchen verführt. Die bürgerlichen Rechte wurden dir aberkannt. Naja, ich werde schon rausbekommen, was passiert ist. Boss, ich bringe einen neuen. Was haben wir denn da? Die Verletzung ist nicht schlimm. Außerdem, an einem Ort wie diesem wirst du sowieso bald wünschen, tot zu sein.
Die Schwachen sterben hier zuerst. Los, Boone, erklär ihm die Hausordnung. Okay. Bring ihn ins Lager. Okay, Chef. Komm mit, ich werde dir dein neues Heim zeigen. Zorzo hat versucht, die Tochter des Chefs der Älteren zu verführen. Ein toller Liebhaber. Hör zu, mein Sohn. Wer zu fliehen versucht, wird unverzüglich erschossen. Und wer seinen Arbeitsplatz ohne Erlaubnis verlässt, wird aufs Schärfste bestraft. Posten. Aber da drüben liegen Menschen, die werden sonst sterben müssen. Niemand darf den Arbeitsplatz verlassen. Aber ich muss ihnen doch helfen. Ich habe gehört, hier gibt es einen Mann, der so töricht war, anderen helfen zu wollen. Wo steckt denn dieser Blödjan? Nun, Sir, ich bin dieser Mann. Also du bist dieser Esel. Wenn du so weitermachst, wirst du nicht mehr lange leben. Seid gefälligst etwas leiser, ihr dürft ja nicht so rumschreien. Halt dein Maul. Es ist nicht leicht, hier zu leben, aber ich werde dir's beibringen. Folge mir. Doktor, was wollen Sie mit ihm? Ich habe den Auftrag, ihn zu unterrichten. Boone hat es erlaubt. Hier ist das. Es schmeckt sehr gut. Was ist das? Nun probier's schon. Ich hab's gewusst. Es schmeckt ihm. Und wie gefällt dir dieser Duft? Das ist gute, echte Nahrung. Es riecht wundervoll. Vor langer Zeit gab es noch jede Menge guter Nahrungsmittel, aber jetzt bekommt man keine mehr. Nur die Älteren kriegen noch sowas zu essen. Wenn du für mich arbeitest, wirst du auch so gut essen können. Was soll ich tun? Ich möchte weg von hier. Hm? Warum bist du so verblüfft, mein Junge? Ich möchte, dass du mich aus diesem Gefängnis rausholst. Es ist die reine Hölle. Das kommt alles so plötzlich. Ich meine, ich weiß doch noch nicht einmal, wer Sie eigentlich sind. Ich bin Dr. Salter. Ich bin in diesem Mistlager genauso ein Gefangener wie du, außer dass man mir ein wenig Freiheit gewährt. Wie können wir von hier ausbrechen? Psst. Brüll nicht so laut. Die haben überall ihre Ohren. Hör zu, mein Junge, nur weil du Raumschiffpilot bist, haben wir eine gute Chance, von hier zu entfliehen. Die Brüder haben draußen ein Raumschiff stehen. Siehst du, da ist es. Wir werden das Raumschiff stehlen und die Erde verlassen. Die Erde verlassen? Aber wozu denn? Bist du so dämlich oder tust du nur so? Wir können unmöglich auf diesem Planeten bleiben. Sie würden uns sofort wieder fangen und ins Gefängnis zurückbringen. Aber draußen im Weltall wären wir in Sicherheit.
Auf die Freiheit. Nein, das kommt nicht in Frage. Nein, ich kann Lena nicht zurücklassen. Ich werde sie auf jeden Fall wiedersehen. Du bist ein verdammter Narr, du wirst das Mädchen vergessen müssen. Die Gesprächszeit ist vorbei. Okay, okay, ich bin mit meiner Geschichte schon fertig. Welche Geschichte meinen Sie, Doktor? Sagen Sie mir, welche Geschichte Sie meinen. Erzählen Sie mir schon, Doktor! Ich habe nur versucht zu erklären, dass er das Mädchen vergessen muss. Ich verstehe, aber ich traue Ihnen nicht über den Weg, Dr. Salta. Ich glaube vielmehr, dass Sie irgendwas mit diesem Gefangenen vorhaben. Sie sollten vorsichtig sein mit dem, was Sie machen. Und jetzt gehen Sie. Gestattet zu heiraten. Aber irgendwas scheint bei dieser Hochzeit nicht in Ordnung zu sein. Denn Lena liebt diesen Rock nicht und trotzdem muss sie ihn heiraten. Es ist völlig verkehrt, ohne Liebe zu heiraten. Das ist bestimmt nicht richtig. Diese Hochzeit ist ein Blödsinn. Godos Roboter! Vernichtet ihn! Godo muss ihn geschickt haben. Unmöglich. Er ist in einem Arbeitslager in Island. Hey, ich weiß, wo Godo gefangen ist. Er ist in Island. Wirklich? Wir müssen sofort zu ihm. Du musst dich bei mir festhalten. Bist du fertig, Pinchu? Ja. Los geht's! Hey, Vorsicht, da ist ein Riss! Was willst du? Verschwinde! Es ist gefährlich, hört doch! Selbst erlebt mein Sohn, die Erde stirbt. Stirbt? Wieso? Unser armer Planet hat zu viele Rohstoffe hergeben müssen. Es hätte für ewig reichen können. Aber die dumme Menschheit hat immer wieder in das Gleichgewicht der Natur eingegriffen. Jetzt bringen sie sich gegenseitig um und der Plan, die innere Erdenergie zu nutzen, wird auch fehlschlagen. Sind Sie sicher? Es ist eine überaus gefährliche Idee, die natürliche Aktivität des kochenden Erdinnern stimulieren zu wollen, um dann diese gewaltige Energie der extrem heißen Lavamassen an die Erdoberfläche zu leiten. Das Ganze ist sehr riskant. Gibt es keine Möglichkeit, die Erde zu retten, Dr. Salter? Du hast mir neulich erzählt, dass man dir befohlen hätte, den Feuervogel zu fangen. Ja, das habe ich. Das könnte eine Möglichkeit sein. Der Feuervogel? Hast du noch nie was von der Legende des Phönix gehört? Wenn der Phönix sehr alt ist, geht er in Flammen auf. Und aus seiner Asche steigt ein neuer, junger Phönix empor. So ist er unsterblich.
Aber ist der Phönix ein richtiger Vogel? Ja, das ist er, aber ein ganz besonderer. Er besitzt unbegrenzte Energie und man sagt, er hätte sehr sonderbare mystische Kräfte. Es fällt mir sehr schwer, Ihnen das alles zu glauben. Der Chef der Älteren will den Feuervogel fangen, um dann sein Blut zu trinken. Denn sein Blut enthält das Geheimnis des ewigen Lebens. Der Chef der Älteren will das Geheimnis des Feuervogels für sich behalten. Aber ich werde es selbst herausfinden und es dann jedermann mitteilen. Jawohl, jedermann auf der ganzen Welt soll es erfahren. Jedes lebende Wesen. Aber dazu brauche ich deine Hilfe, mein Sohn. Ich helfe Ihnen. Wundervoll, danke. Kommen Sie, wir müssen los. Ich komme. Das Raumschiff wird schwerer bewacht, als ich gedacht habe. Hast du vielleicht einen Plan? Es ist nicht einfach. Wenn wir versuchen, mit ihnen zu kämpfen, werden wir bestimmt verlieren. Verdammt! Ich habe einen Plan. Seht nur! Der Raumhai! Ganz richtig! Das ist er! Es sieht so aus, als ob du Schwierigkeiten bekommst, mein kleiner Pilotenfreund. Dr. Salter, ich glaube, Sie wissen genau, dass Sie verloren haben. Es gibt nicht die geringste Chance, meinen Robotern zu entfliehen. Aber Blackjack, bitte verstehen Sie mich doch. Ich habe einen Plan, den ich unbedingt ausführen muss. Er wird die Erde retten können. Es ist mir völlig egal, welche Pläne Ihr hirnverbrannten Dummköpfe habt. Ich muss ja meine Pflichten erfüllen, nichts weiter. Es ist besser für dich, mein Junge, wenn dein Roboter ruhig bleibt. Olga, bleib ruhig. Also, Doktor, Sie kehren sofort mit den anderen ins Lager zurück. Das ist ein Befehl. Man wird mich töten. Hören Sie zu, Sie. Ich werde Ihnen sagen, was Sie sind. Ein brutaler, gefühlloser Mensch. Du redest Mist, du armseliger Feigling. Sie halten besser den Mund. Sie sind eine absolute Null. Ohne die Roboter können Sie gar nichts tun. Sie feiges, kleines Schwein. Bist du etwa böse? Nun, wenn das so ist, werde ich dich herausfordern. Kämpfen wollen Sie? Ich habe gehört, du bist ganz gut mit dem Lasergewehr. Aber in einem richtigen Kampf, Mann gegen Mann, wird sich sehr schnell zeigen, wer der Bessere ist. Falls du gewinnen solltest, schenke ich dir die Freiheit. Wenn ich gewinne, werde ich dafür sorgen, dass du die härteste Arbeit im Lager bekommst. Darauf kannst du dich verlassen, mein Junge. Steck die Waffen weg. Diese Flasche werde ich lieber alleine fertig machen. Los, komm her, du Schwächling. Los, komm schon hoch. Ja. Fertig, du kleiner Ratte! Das Raumschiff, schnell. Okay. Ich helfe dir. Hm.
Kehren Sie zum Stützpunkt zurück. Kehren Sie sofort zurück. Wenn Sie nicht sofort umkehren, werden wir das Feuer auf Ihr Schiff eröffnen. Geht zur Hölle! Dr. Salta, bitte kehren Sie um. Ich will nicht, dass Sie getötet werden. Das ist Boone. Doktor, es gibt keinen Ausweg. Wir müssen kämpfen. Nein, der Mann ist Captain Boone. Er ist zwar Kommandant der Wache, aber im Grunde ist er ein guter Kerl. Wir dürfen ihn nicht umbringen. Entweder stirbt er oder wir alle müssen sterben. Boone, hören Sie zu. Lassen Sie uns in Ruhe. Ich weiß, wie Sie sich fühlen, Doktor, aber ich habe einen Job zu tun. Ich gebe Ihnen 60 Sekunden, dann eröffnen wir das Feuer. Haben Sie mich verstanden? Mädchen. Was sagst du, ein Mädchen? Ja, sie kann fliegen. Ja, du hast recht. Hör auf damit! Hey, das Mädchen ist ein Roboter. Ja, ich weiß, ich kenne sie. Feuer! Feuer noch! Wir können nicht mehr feuern! Ich rufe Hauptquartier, unsere Waffen sind beschädigt, wir können sie nicht mehr verfolgen. Das ist nicht weiter schlimm. Gordo, ich hoffe, du findest den Feuervogel. Hör zu, wir fliegen wieder zurück. Wieder zurück? Aber warum denn? Ich fliege wieder zurück, um Lena zu holen, denn sie wird mit uns kommen. Ein Narr bist du. Gordo, Lena ist verheiratet. Was? Ja, sie hat diesen Rock geheiratet. Nein, das kann nicht sein. Ich habe mit Olga alles beobachtet. Die beiden haben in der Kapelle zusammen geheiratet. Pinchot, du lügst mich doch an. Gordo, du musst versuchen, sie zu vergessen. Deine Freundin Lena ist mit einem anderen verheiratet. Ich weiß, wie du dich jetzt fühlst, aber du musst versuchen, sie zu vergessen. Lena, mit Rock verheiratet? Lena, warum hast du mir das angetan? Warum hast du es getan, Lena? Da vorn, das ist die Träne. Einer von vielen Planeten im Antores-System. Der Planet wird Träne genannt, weil er aussieht wie eine Träne von Antores. Ein alter Freund von mir lebt dort. Vielleicht weiß er was über den Feuervogel. Ihr Idioten, prügelt euch ja schon wieder! Hört sofort auf! Lächerlich! Hört ihr Narren nie auf zu kämpfen! Hey, seht doch bloß mal, wer da kommt! Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, mein Freund! Es ist Dr. Salter, der beste Wissenschaftler der Welt! Verschwinde gefälligst! Was um alles auf der Welt bringt dich zu diesem entfernten Planeten, mein Freund? Bewahren, mein lieber Freund, ich möchte dir einen Raumjäger vorstellen. Sein Name ist Gordo. Ein Raumjäger? Nur keine Angst, der Junge bringt nicht mal eine Fliege um. Darum wurde er auch gefeuert. Wenn du das sagst, muss ich es wohl glauben. Ich vergaß ganz, mich vorzustellen. Man nennt mich Bahn. Ich bin ein Einsiedler und muss mich hier um alles kümmern und aufpassen. Hört auf, rumzuglotzen! Haut ab! In letzter Zeit sind eine Menge Feuervögel in dieser Gegend. Ach, tatsächlich? Ja, sie leben in dem Feld da hinten. Wundervoll, du musst uns hinführen. Endlich haben wir die Feuervögel gefunden. Thank you.
Der Vogel hat kein Blut. Was, kein Blut? Sein Körper ist vollgestopft mit einer Art Watte. Dann ist es bestimmt kein Feuervogel. Wir haben bloß Zeit verschwendet. Sowas! Sowas Blödes! Könnte es vielleicht auch der als 272 bekannte Feuervogel sein, nach dem ihr sucht? Der ist es. Aber warum habt ihr mir das nicht früher gesagt? Ich werde euch zu jemandem bringen, der den 272 bestens kennt. Der Vogel ist ein furchtbares Monster. Er kann sogar Raumschiffe verschlingen. Es ist kein richtiger Vogel. Kein Vogel? Was denn sonst? Man sagt, 272 ist das schlimmste Wesen, das man sich vorstellen kann. Hey, Crack! Tag, was wollt ihr von mir? Meine Gäste möchten gern Puck sehen. So, ihr möchtet Puck sehen. Das wird euch aber eine Kleinigkeit kosten. Danke, sehr freundlich. Also, was wollen deine Freunde von meinem Freund erfahren? Fuchs muss helfen, das Monster zu fangen. Wie geht's, Fuchs? Ich bin Crack, der Cowboy. Er ist erfreut, euch kennenzulernen. Also, das ist doch kaum zu begreifen. Wir haben hier einen komischen Dudelsackpfeifer und einen idiotischen Cowboy. Was? Du hast mich einen Idioten genannt? Ich bin noch nie im Leben so gedemütigt worden. Wir werden uns duellieren. Warte bitte einen Moment. Es tut mir furchtbar leid. Ich möchte mich entschuldigen. Das klingt schon besser. Fuchs, und du auch, Crack. Gebt euer Bestes. Aber ich habe nicht die geringste Lust, mit denen das Monster zu fangen. Ihr seid doch alle Idioten, seid ihr. Pucks mag meinetwegen gehen, aber ich werde mich da raushalten. Ich will nichts damit zu tun haben. Absolut nichts. Crack, wir brauchen dich. Okay, ich komme mit. Aber nur, wenn ihr eine Bedingung erfüllt. Natürlich, wir nehmen ein Dutzend Container Kaustik-Soda mit an Bord. Da kannst du darin baden, so oft du willst. Wie nett, wie schön. Einfach fantastisch. Ich liebe Kaustik-Soda. Ich glaube, du hast eine kleine Schwäche von mir entdeckt. Vielen Dank, Mann. Nichts zu danken. Aber ich warne euch, nehmt euch vor dem Monster in Acht. Man sagt, der Feuervogel habe nur eine einzige schwache Stelle. Tatsächlich? Ich wüsste gern, wo die ist. Was ist los? Ich habe geträumt. Godo, ich glaube, du hast eben im Schlaf gesprochen. Schon gut, Olga. Ist nichts weiter als ein Traum gewesen. Ein Traum? Es war Lena. Sie hat nach mir gerufen. Lena ist aber jetzt verheiratet. Das weiß ich selbst. Godo, könnte ich vielleicht irgendetwas für dich tun? Nein, Olga, du kannst nichts für mich tun. Weißt du, es gibt Dinge, die können Roboter nun mal nicht machen. Kann ich nicht machen. Sag mir, Olga, hast du jemals sowas wie wahre Liebe verspürt? Was ist denn das? Roboter können das eben nicht. Du wirst es niemals verstehen können. Weißt du, was ich brauche, ist eine richtige Freundin. Einen Menschen, den ich immer lieben und dem ich vertrauen kann. Godo, ich liebe dich doch. Du weißt, ich würde immer alles für dich tun. Absolut alles würde ich für dich tun. Ist das nicht genug? Das ist nicht genug. Ich will ein lebendiges Mädchen. Olga, es tut mir leid. Bitte verzeih mir.
du kannst deine ganzen kleinen Tränen dazu nutzen, all deine Traurigkeit wegzuspülen. Ich kann nicht weinen. Ich habe ja gar keine Tränen. Aber das ist ja furchtbar, bringt mich fast selbst zum Weinen. Probier mal die Augentropfen. Weißt du, richtige Mädchen, die müssen andauernd weinen. Hey, Olga, fühlst du dich schon unglücklich? Jetzt reicht es aber, du Rohling, so spricht man nicht zu einer Dame. Einer Dame? Nur da, wo ich herkomme, sind Damen richtige Damen, hast du verstanden? Bist du endlich still, du blöder Trottel? Oh, sag das nochmal! Mit Vergnügen sag ich das nochmal! Olga, magst du Musik? Du wirst dich sofort viel besser fühlen, glaub mir. Du kannst mir glauben, es klappt bestimmt. Okay, das Spiel geht los. Wir sind soweit. Lasst uns beginnen. Da, er ist unerträglich. Nur ein altes Raumschiff von unserer Erde. Was will das hier? Nun, es hat den weiten Weg sicher nicht ohne Grund gemacht. Vielleicht stammt es aus einer anderen Galaxis. Von unserer Erde. Alles ist zerschmolzen. Welche Art von Hitze kann ihn zerstört haben? Hey, den kenne ich doch. Bolkan, er war mein Ausbilder im Trainingszentrum. Wahrscheinlich hat man ihn auch losgeschickt, den Feuervogel zu fangen. Dass er hier ist? Er sagte, der Feuervogel wurde hier schon gesehen. Dann sind wir auf dem richtigen Planeten. Seht nur. Sieht aus wie Kristall. Es bewegt sich. Der Feuervogel muss irgendwo da unten sein. Ihr wartet hier. Ich gehe runter. Du willst runter? Ich muss es tun. Ich will es rausfinden. Bitte sei vorsichtig.
Hier ist nichts. Es war reine Zeitverschwendung. Hier ist gar nichts. Es gibt nicht mal eine Spur von dem Vogel. Nur etwas Gas. Godo, ist was passiert? Godo, was ist los? Sag doch was! Godo, antworte mir! Sehen. Den Feuervogel? Ja, genau. Er sieht aus wie eine Frau. Du musst ihn fangen, und zwar sofort. Salta, das geht nicht so einfach. Ich glaube, er spielt gerade. Du musst ihn lebend fangen. Ja, das weiß ich. Ich werde ihn betäuben. Sind nutzlos. Ich hab ihn erwischt. Ich hab ihn gefangen, Olga. Sieh doch nur. Sind wir sicher. Ein unglaubliches Monstrum ist das. Olga, hier ist Dr. Salter. Was ist mit dem Doktor? Er stirbt an den Dämpfen. Das Gas war giftig. Olga, ob du ihm helfen könntest? Ja. Habe ich euch nicht immer gesagt, dass wir den Feuervogel nicht stören dürfen? Trotzdem versucht er mit aller Kraft, ihn zu fangen. Das Beste wird sein, wenn wir sofort nach Hause fliegen. Ja, ja, fliegen wir zurück zum Planeten Träne. Da sind wir wenigstens sicher. Unbekanntes fliegendes Objekt. Es bewegt sich schnell. Es entfernt sich. Wir müssen es verfolgen. 272, ich werde dich nicht entkommen lassen. Alle Systeme bereit. Wir heben ab.
Walter will ich sprechen. Gehen Sie wieder zurück ins Bett. Sie müssen sich ausruhen. Aber ich kann euch unmöglich jetzt im Stich lassen. Also lasst mich gefälligst hier sitzen. Ihr werdet mich sicher noch brauchen. Also, was ist los, mein Junge? Sie können doch gar nichts sehen. Ich bin vielleicht etwas blind, aber ich habe immer noch meine Ohren und meinen Mund. Ich werde nicht aufgeben, bevor ich den Feuervogel mit meinen eigenen Händen berührt habe. Genau das werde ich tun. Beeil dich und verfolge den Vogel. Er wird nicht auf dich warten. Es ist soweit. Der Computer zeigt an, dass wir uns dem Ziel nähern. Wo sind wir hier? Sonderbar. Wo ist der Feuervogel? Der Computer sagt negativ. Wieso? Unheimlich. Hey, was war das? Ich bin sicher, dass 272 hier irgendwo steckt. Wie sieht das Landegebiet aus? Eine ziemlich glatte Oberfläche. Fast keine Krater. Irgendwie fühle ich mich komisch. Ich werde dich sofort gründlich untersuchen. Nicht schon wieder. Weißt du, was die Zusammenarbeit mit dir so schwer macht? Ständig musst du deine Nase überall reinstecken, du Idiot. Ach, warum musst du immer in fremden Löchern rumstöbern? Ich finde deine Löcher lustig. Löcher, sagst du? Das sind keine Löcher, das sind Taschen, verstehst du? Fass mich ja nicht nochmal an. Ich will nicht, dass du mich mit deiner furchtbaren Bürste dauernd kitzelt. Ist das klar? Du spinnst doch. Sauberkeit ist gut für deinen Körper. Lass mich gefälligst in Ruhe. Wie gefällt sie dir jetzt? Was hat sie vor? Wo will sie hin? Du musst unbedingt versuchen, sie aufzuhalten. Ich mache mir große Sorgen. Du musst versuchen, sie zur Rückkehr zu bewegen. Bitte, du darfst nicht zulassen, dass sie weggeht. Pinchu ist einfach abgehauen. Wir müssen sie sofort wieder zurückholen. Da ist sie. Das gibt's doch gar nicht. Ein durchsichtiger Planet. Der Planet hat Pinchu verschlungen. Wir müssen sie befreien. Pinchu! Das ist 272. Wir müssen fliehen. Schnell, weg von hier. Seht nur, es ist ein ungeheuerliches Tier. Es kann sogar einen Asteroiden imitieren. Da kommt er! Für riesige Krallen er hat. Es ist unglaublich. Unglaublich, was dieses Vieh alles vermag. Ein feuersprengender Drache im Weltall. Unmöglich, es sind doch nur Visionen. Ich glaube, 272 hat Einfluss auf mein Gehirn. Passt auf, haltet euch fest! Wir stoßen mit ihm zusammen! Wir sind in der Falle! Thank you.
Los, beeil dich, hinterher! Versteckt die Asteroiden! Die Trümmer werden unser Schiff in Stücke reißen! Ah, was ist passiert? Wir können nichts mehr sehen. Er hat uns mit Säure beworfen. Verdammt! Die Säure wird unser Schiff zerfressen. Der Raumhall fängt schon an zu schmelzen. Das ist das Ende. Verdammt, was können wir bloß tun? Ich habe eine Idee. Geh mit der Geschwindigkeit auf 20 EAG runter. Hey, wieso drosseln wir die Geschwindigkeit? Ich muss es tun, es ist ein Notfall. Du versuchst mit Absicht, dich vor dem Monster zu drücken. Es wird uns keine zweite Chance geben. Der Raumhai ist wichtiger, Dr. Salta. Und der Vogel? Ich bin der Kommandant des Schiffs, haben Sie verstanden, Dr. Salta? Warum will denn niemand auf mich hören? Soda. Mit Soda werden wir die Säure wahrscheinlich neutralisieren können. Geh und hol Craigs Kaustik-Soda und beeil dich. Ja, sofort, Godo. Wozu willst du die Kaustik-Soda benutzen? Ich schick Olga damit raus. Wir haben nur 10 Minuten Zeit. Olga? Ja? Du musst die Soda über die Säure gießen. Hast du verstanden? Ja, Godo. Das ist meine Badesoda. Wie kannst du es wagen, sie mir einfach wegzunehmen, du verdammter Roboter? Du bist ein gemeiner Dieb. Hör nicht auf den Käpt'n. Gib sie mir wieder. Hast du mich verstanden? Olga, geh nicht zu dicht ran. Sei bitte vorsichtig. Danke, Olga. Du hast uns alle gerettet. Es ist einfach fürchterlich. Ich werde völlig verdreckt sein ohne mein Bart. Ich werde dir meine Freundschaft aufkündigen. Du hast sie mir einfach gestohlen. Du bist grausam. Ich glaube, du hast überhaupt kein Herz. Natürlich hast du kein Herz. Du bist ja nur ein Roboter. Okay, wir sind kampfbereit. Aber irgendwas scheint noch nicht in Ordnung zu sein. Raumhai, bist du beschädigt? Bitte antworte mir doch. Am Computer kann ich keinen Fehler mehr erkennen. Was kann defekt sein? Ich habe alles erledigt. Olga, vielen Dank. Du hast uns alle gerettet. Hoffentlich hast du dich dabei nicht verletzt. Ich hatte Angst. Du hattest Angst? Das gibt's doch gar nicht. Du hattest Angst? Ja, ich habe gezittert. Aber du bist ein Roboter. Du kannst keine Angst haben. Ja, das stimmt. Als man mich gebaut hat, habe ich noch nicht gewusst, was das Wort Angst bedeutet. Aber ich habe die Menschen sehr eingehend studiert. Ich habe ihre Gefühle genau beobachtet, weil du mich gern haben sollst. Aber Olga, das ist doch unmöglich. Godo, ich fühle genau wie ein menschliches Mädchen. Das ist unmöglich. Olga, es muss etwas geschehen sein. Der Raumhai benimmt sich sehr eigenartig. Er spielt verrückt und reagiert nicht mehr richtig. Hast du eine Ahnung, woran es liegen kann? Nein. Komm sofort wieder ins Cockpit zurück. Ich habe den Feuervogel geortet. Ich bin sicher, dass das Monster uns schon wieder angreifen will. Raumhai, Raumhai, hör mir zu. Godo braucht dich. Der Feuervogel will uns töten. Sei bereit für den Kampf. Raumhai! Ich glaube, das Schiff hat Angst vor dem Feuervogel. Raumhai, willst du, dass Godo stirbt?
Und Olga auch. Wir werden alle sterben, wenn du nicht kämpfst. Willst du das? Wir werden alle sterben. Man wird uns zu Staub zermahlen. Godo, tu doch was! Godo! Der Feuervogel kommt näher! Godo! Traumhai! Du weißt genau, du hast die Pflicht zu kämpfen! Verdammt nochmal, kämpf endlich! Hey, Raumhai, wo bleibt denn bloß dein Stolz? Er ist böse! Dr. Salter! Das ist doch... Dr. Salter, was ist mit ihm passiert? Oh, ihr einfältigen Menschen! Ich rate euch dringend aufzugeben und heimzufliegen! Merkwürdig ist das. Klingt, als wäre es die Stimme des Doktors. Richtig. Ich benutze seinen Körper, um meine Gedanken zu übertragen. Ihr dürft den Vogel nicht bekämpfen. Er ist wichtiger, als ihr ahnt. Meinen Sie 27... Sie meinen 272? Richtig. Dieser Vogel ist heilig. Niemand darf es wagen, ihn auch nur zu berühren. Ich warne euch. Wenn ihr es versucht, werdet ihr sterben. Dieser Mann zuerst. Vielen Dank, lieber Raumhai. Jetzt wird alles wieder gut. Hey, Crack, du passt auf Salter auf. Okay. Okay, Feuervogel, die Schlacht beginnt. Dr. Salter! Godo, ich habe seinen schwachen Punkt entdeckt. Es ist... Olga, bitte, du darfst nicht sterben, Olga. Bitte, bitte lass mich nicht im Stich, Olga. Olga, ich liebe dich doch. Ich muss blind gewesen sein. Ich habe dich immer geliebt. Fuchs und mein guter Freund Pinchu sind schon gestorben. Wenn wir noch lange hier bleiben, werden wir auch bald tot sein. Du kannst ja abhauen, wenn du es unbedingt möchtest. Ich werde hier bleiben, um Olga zu pflegen. Das kann ich auch ohne dich. Ha,
Bin ich aber gespannt. Du hast ja nicht mal genug Talent, den Feuervogel zu fangen. Ich werde Olga nicht im Stich lassen. Da kommt er schon wieder. Los, wir verschwinden. Hau doch ab. Was? Du willst nicht mit? Ich wünsche dir alles Gute. Olga, ich werde dich wieder gesund machen. Ich kann dich nicht besiegen. Du bist zu stark. Was? Ich habe versucht, in das Innere deines Herzens einzudringen, aber es ist mir nicht gelungen. Es wird beschützt von einer sehr starken Waffe. Wenn du willst, wirst du von mir bekommen, was immer du möchtest. Aber du musst mir dafür auch etwas von dir geben. Nur ein klein wenig. Aber wieso kannst du zu mir sprechen? Das geht doch nicht. Du bewegst nicht mal den Mund dabei. Das brauche ich nicht. Ich spreche von meinem Herzen direkt zu deinem Herzen. Zu meinem Herzen? Ja. Weißt du, ich glaube, du hast Angst vor mir. Ja, ich habe Angst. Und ich bin etwas neidisch auf dich. Es gibt nur wenige tapfere Männer, die sehr wirksame Waffen haben. Du bist einer von ihnen. Meine Laserkanonen sind nutzlos. Also, was meinst du? Du hast etwas... Das ist viel stärker als jede andere Kraft. Damit kannst du sogar die Sterne verändern. Ich verstehe das alles nicht. Aber ich habe auch an dir alles Interesse verloren. Ich muss alles versuchen, was in meiner Macht steht, damit Olga wieder lebendig wird. Sonst wird mein Leben für immer sinnlos bleiben. Zwecklos. Es wird nicht klappen. Sie wird nicht wieder lebendig. Ich werde es nicht schaffen, was immer ich auch versuche. Du bist verantwortlich für ihren Tod. Also wirst du sie auch gefälligst wieder lebendig machen. Meine Waffen und mein Leben kannst du bekommen. Es ist unwichtig für mich. Reparieren werde ich sie nicht können. Aber ich kann ihr neues Leben einhauchen. Was? Leben einhauchen? Wie bei Pinocchio? Wirst du mir dann geben, was ich verlange? Selbstverständlich. Du wirst alles bekommen, was du willst. Ah! Du lebst. Ich kann ohne dich nicht mehr sein. Ich habe dich schon immer geliebt. Und ich werde dich immer lieben. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe dich ignoriert, ich Trottel. Aber ich bin doch nur ein Roboter. Und du bist mein Meister. Es ist mir völlig egal, was du bist. Meine Liebe zu dir ist viel wichtiger als alles andere auf der Welt. Das wollte ich schon immer hören. Thank you.
Dieser Planet liegt im Sterben. Einst lebten hier Menschen und andere Lebewesen, aber deren Zivilisation war zu korrupt. Er ist ruiniert, zerstört. Er stand früher in prachtvoller Blüte, aber seine Bewohner waren dumm. Sie haben den Planeten mit schrecklichen Kriegen vernichtet. Was ist das? Der Geist. Die Seele des Planeten fliegt davon. Der Planet hat eine Seele? Alle Planeten haben eine Seele. Deine auch, Godo. Die Erde hat eine Seele? Natürlich. Die Seele kreist überall umher. Sie spendet ständig Leben, den großen und den kleinen Dingen. Sie ist die Quelle des ewigen Lebens. Ich verstehe. Das gemacht. Ich nahm das Leben eines kleinen Wesens und gab es dem Planeten. So kehrte Leben auf ihn zurück. Das kannst du tun? Ja, natürlich kann ich das. Er sieht fast aus wie unsere Erde. Er ist wunderschön. Godo, ich mache dir diesen Planeten zum Geschenk. Pimschow Pooks, wie seid ihr denn hergekommen? Der Feuervogel hat uns hergebracht. Das ist ja fantastisch. Olga, wir fliegen nach Hause. Hä? Wir werden sehr viel Gemüse und Früchte mitnehmen, um alles später auf der Erde zu züchten. Aber nein, Godo, bitte. Du musst die Erde vergessen. Nur hier können wir beide glücklich zusammenleben. Hier ist es friedlich. Lass uns bleiben. Bitte. Olga, ich muss aber wieder zurückkehren. Warum? Vermisst du unseren sterbenden Planeten Erde vielleicht? Egal, wie schlecht er ist. Ich bin dort geboren. Es ist meine Heimat. Ich muss einfach wieder zurückfliegen. Godo, liebst du die Erde denn mehr als mich? Ich denke, du liebst mich über alles. Ich liebe dich auch, aber ich möchte versuchen, die Erde zu retten. Es ist äußerst wichtig für mich, verstehst du? Ja, du hast recht. Wir müssen wohl gehen. Halt deinen Mund! Hör mir zu, du hast den Befehl, das Projekt zu Ende zu führen. Wenn du dich weigerst, wirst du dafür bezahlen. Jetzt verschwinde und erfüll deine Pflichten! Jawohl, Sir, ich respektiere Ihre Befehle. Aber sehen Sie doch selbst, die Straßen sind zerstört, die Gebäude sind nur noch Ruinen, überall nur Chaos. Wir werden dieses Projekt niemals zu Ende führen. Wir sind in großer Gefahr. Fürchterliche Katastrophen können jederzeit über uns hereinbrechen. Alle Arbeiter wissen es. Es ist dein Job, die Arbeiter unter Kontrolle zu halten. Ich gebe mein Bestes. Rock, es gibt eine Grenze, an der die Leistungsfähigkeit des Menschen endet. Und wir nähern uns dieser Grenze. Liebling, du solltest Blackjack entlassen. Ich glaube, der Bursche kann dir gefährlich werden. Meinst du nicht auch? Bloß weil er deinen alten Liebhaber Godo freigelassen hat? Fang bitte nicht wieder davon an. Ich hatte ihn schon völlig vergessen. Er war eine Null. Nein, Rock, ich mache mir Sorgen, weil alle aber dagegen dich sind. Trinken wir auf mein Projekt, okay, Liebling? Jawohl, Rock. Trinken wir auf den nächsten Premierminister. Die Leitung ist tot. Was zum Teufel geht hier vor sich? Was ist los? Verdammt, Boone, was wollen die Menschen hier? Es sind Arbeiter, Sir. Sie revoltieren. Ihr werdet sie erschießen. Blackjack hat uns befohlen, sie in Ruhe zu lassen. Dann ist er ein Verräter. Du hast nur mir zu gehorchen. Geh hinaus und erschieß sie! Sir, es sind Kinder dabei. Was macht er schon? Kinder sind genauso schlecht wie der Rest der Welt. Worauf wartest du? Fang endlich an zu feuern! Was ist das? Großer Gott. Ich glaube, das ist ein Raumhai.
wieder zurück. Hör mir zu, hier spricht Commander Rock. Weswegen bist du zurückgekommen? Wo ist Dr. Salta? Der Doktor ist tot. Habt ihr den Feuervogel gefunden? Ja, den habe ich gefunden. Hast du den Vogel mitgebracht? Nein, der Vogel konnte uns entfliehen. Der Vogel konnte euch entfliehen? Willst du damit sagen, du hast ihn entkommen lassen? Du lügst mich doch an! Du lügst! Sag mir, wo ist der Feuervogel? Nein, du musst mich anhören, Rock. Ich hab den Vogel nicht. Niemand braucht ihn. Du bist ein Lügner. Okay, ihr werdet Godo gefangen nehmen und das Schiff auf der Stelle durchsuchen. Befehl, Sir! Sag mir endlich, wo ist der Feuervogel, hä? Ich hab Gemüse mitgebracht. Bitte, gib mir den Feuervogel, was auch passiert sein mag. Schließlich sind wir doch Brüder, oder nicht? Ich hab dir schon mal gesagt, er ist nicht hier. Du Lügner! Sag mir, warum hast du all das verdammte Gemüse mitgebracht? Wir brauchen dieses Gemüse, damit unser Planet eine Überlebenschance hat. Wir werden es züchten, damit wir dann später den Bewohnern davon zu essen geben können. Viele Menschen sind schon am Verhungern. Und wer glaubst du, soll das Projekt durchführen? Du kannst ja den Anfang machen. Wir müssen versuchen, die Älteren zu überzeugen, und zwar schnell. Lass mich sofort los! Hör zu! Ich werde alles, was im Schiff ist, beschlagnahmen. Und anschließend werde ich dich grausam foltern lassen, bis du mir endlich sagst, wo du den Feuervogel versteckt hast! Hört mich an, Freunde! Die Früchte, die ich im Raumschiff mitgebracht habe, gehören jedermann! Aber die Älteren beanspruchen darauf das Monopol! Das ist ungerecht! Ich werde ihm das Maul stopfen! Du bist zurück? Blackjack, ist das Lager völlig zerstört? Nicht nur unser Lager ist zerstört. Auf der ganzen Welt hat es eine Reihe furchtbarer Explosionen gegeben. Vulkanausbrüche in Asien und Afrika. In Südamerika waren es allein 7. So viele, aber man muss es doch stoppen können. Dazu ist es zu spät. Wir wussten, dass es passieren würde. Diese verdammten Idioten. Verschwindet gefälligst von meinem Wagen. Nun müssen wir deine Fehler ausbaden. Halt deinen Mund! Wie viele Schiffe haben wir noch? 10 sind noch da. Würdest du erlauben, dass die Überlebenden damit fliehen? Würdest du den Hangar öffnen? In Ordnung. Blackjack, öffne die Tore! Es ist unmöglich. Niemand kann mehr fliehen. Die Tore des Hangars können nicht mehr geöffnet werden. Die Kontrolleinheiten sind völlig zerstört. Vorsichtig! Wenn sie durchknallen, wird's gefährlich. Du wirst sofort verschwinden. Ich befehle es dir. Ich bin der Kommandant hier. Ich habe leider die schwere Pflicht, hier zu bleiben. Viel Glück. Lena!
Fiona, warum bist du noch hier? Bitte, Godo, du musst mir unbedingt helfen. Aber du bist doch mit Rock verheiratet. Warum hilft er dir nicht? Hör mir zu, Godo. Hör mir genau zu. Du musst unbedingt den Raumhai fliegen. Du musst uns helfen, damit wir aus dieser Hölle entkommen. Was verlangen Sie da? Wir werden das Schiff gemeinsam benutzen. In Ordnung? Also Marsch ins Raumschiff. Nein, nicht in Ordnung. Möchtest du denn etwa nicht überleben? Es ist die letzte Chance, verstehst du? Warum fliegen Sie nicht mit den übrigen? Keine Zeit mehr. Oh, bitte, Godo, wir sind doch immer gute Freunde gewesen. Du musst es meinetwegen tun. Tu es für mich, okay? Oh. Also, Godo? Lena, klebst du so am Leben? Los, Bewegung, mein Junge. Du wirst sofort einsteigen. Aber dein Roboter bleibt hier, verstanden? Komm, Liebling, mach schnell! Oh! Godo, sag mir bitte, wie es draußen aussieht. Es ist dunkel. Sehr, sehr dunkel. Godo, wir müssen zurückgehen. Ins Zentrum. Das ist nicht mehr möglich. Es ist alles zerstört, vernichtet. Alles wurde dem Erdboden gleichgemacht. Ich weiß, dass ich recht gehabt habe. Ich habe bloß einen winzigen Fehler gemacht. Ich werde es bestimmt wieder versuchen. Ich werde versuchen, das Projekt nochmal von vorn zu beginnen. Mit meinem Wissen habe ich sicher Erfolg. Sag, Godo, glaubst du auch, dass ich es schaffen könnte? Godo, du darfst mich niemals verlassen. Versprich mir das. Godo, wo bist du? Ich kann nichts mehr hören. Irgendetwas versucht mich zu holen. Du musst es fortjagen, Godo. Ich glaube dir, dass du dort gewesen bist. Das wird zu gefährlich. Wir müssen gehen. Zu begreifen. Es ist wie... Es sieht aus wie auf dem Jupitermond. Überall Schwefelgas. Bald ist die Erde damit umhüllt. Alles Leben wird zugrunde gehen. Oh nein! Bitte tu das nicht! Die Erde muss wieder so sein wie früher! Oh. Nur keine Angst, du wirst doch überleben, Godo.
Du könntest ewig leben, wenn du das Blut des Feuervogels trinken würdest. Olga, was meinst du damit? Wenn es wirklich dein sehnlicher Wunsch ist, dann wird dir der heilige Feuervogel sein Blut zu trinken geben. Dann wirst du das ewige Leben besitzen. Du wirst niemals sterben müssen. Aber wenn die Erde tot ist, hat das Leben keinen Sinn mehr. Die Erde? Eines Tages wird die Erde wieder leben. Es kann mehrere Jahrhunderte dauern, aber sie wird wieder sein wie vorher. Du musst mir eins erklären. Du sprichst nicht mehr wie Olga, also sag mir, wer bist du wirklich? Doch, Godo, ich bin noch dieselbe Olga. Aber ich habe die Macht, all deine Träume zu erfüllen. Du musst nur sagen, ich würde gern ewig leben. Olga, aus deinem Mund muss irgendein fremdes Wesen sprechen. Ist es etwa dieser Feuervogel? Er ist es. Ich hatte recht. Ich werde dir was sagen. Ich habe nur noch einen Wunsch. Und wenn man mir den erfüllen würde, wäre ich sehr glücklich. Ich möchte, dass die Erde wieder lebt. Ich liebe alle lebenden Dinge. Ich will, dass die Erde voll ist davon. Mein geliebter Planet. Ich werde versuchen, ihn zu retten. Ich bin bereit, dafür zu sterben. Das hättest du nicht sagen sollen. Ich warne dich, Godot. Sagst du es nochmal, wirst du für die Erde sterben müssen. Ich bereue nichts. Mein Entschluss steht fest. Sag dem Feuervogel, ich bin bereit zu sterben für unsere gute alte Erde. Godot, bist du dir bestimmt doch völlig sicher? Er kann mein Leben bekommen. Es ist mein sehnlichster Wunsch, dass es der Anfang einer neuen Erde wird. Mein geliebter Godo, wie tapfer du bist. Wir müssen jetzt Abschied nehmen. Mein wundervoller, mein geliebter, treuer Freund. Olga, du warst meine einzige Freundin auf der ganzen Welt. Thank you.
Thank you.